Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die, meine lieben Sirakumori, in der neuen Alpha 19. Hallo! Wir sind hier total am Arsch. Ja, erstens das und zweitens doppelt, weil ich schwitze mich tot. Ja, das sowieso noch. Guck mal, ich hab was für dich. Okay. Das wäre jetzt aber nicht gut, drauf zu klicken mit links, sonst esse ich das und bin ich tot. Das wäre nicht so gut. Nee. So, dein wollen Bett, wir dann dein weiter? Bett, dein Bett. Mein Inventar ist voll. Ich schmeiß die Glasscherben weg. Brauche ich eh nicht, ich hab keinen Hunger. So, dann wollen wir mal weiter. Yep. Der gute Robert hat mir ja geschrieben, dass sich in der Alpha 19 auch einiges zum Positiven gewendet hat. Und ja, durchaus. Ich habe da, muss ich gestehen, ich habe gerade die Tür zu, weil ich dachte schon, muss ich gestehen, ich habe wieder ein bisschen gespielt, weil ich wollte es einfach wissen, ob das gang und gäbe ist, dass man einfach keine Waffen kriegt und das bis Urriss. Der zweite Anlauf lief deutlich besser, muss ich sagen. Deutlich besser, deutlich angenehmer und ich glaube, zurück zur 18 möchte ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Weil, ja, wenn man halt weiß, warum und weshalb, dann ist das halt gleich was ganz anderes, ne? Ja. Hier von wegen mit, die ersten guten Waffen gibt's circa ab Level 12, wenn man halt die Game Stage etwas höhere Game Stage, sag ich mal, hat. Ändert sich natürlich auch das ganze Drop-Zeug und so weiter und so fort. Und da hatte ich dann viel Besseres, Gott sei Dank, gekriegt. Dann habe ich einen Händler erwischt, der Waffen verkauft hat und nicht nur irgendwelche dämlichen Werkzeuge, die ich sowieso schon habe. Das hat auch nochmal geholfen. Markier mir das hier einfach mal. Was ist denn das für ein Ding? Das ist Bassbar. Eine Bar. Oh, ich glaube, ich habe Caps Lock an, ja. Egal. Macht nix. Das Einzige, was ich tatsächlich an der Alpha 19 echt scheiße finde, das ist das Jagdgewehr. Das musst du jetzt nämlich manuell nachladen. Ja, das ist echt scheiße. Du musst das manuell jetzt nachladen und nach dem Nachladen geht er auch nicht mehr automatisch dann in den Suchermodus, sondern das musst du auch wieder manuell aktivieren. Warte. Das sind zwei Klicks, die du zusätzlich machen musst, beziehungsweise Tastendruck und einen Klick. Und das kostet so viel Zeit. Oder oh, guck mal da unten. Ich kann mal... Hab ich? Nee, ich habe keine Pfeile leider. Die müsstest du eigentlich alle haben. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, lol. Hui! Hast du das gesehen? Yep. Ja, das hat sich jetzt übrigens auch geändert. Die Zombies verhalten sich jetzt ein bisschen anders. Sie stürmen zum Beispiel aus Verstecken raus. Entweder sie stürmen auf den Spieler zu oder sie stolpern und fallen hin oder sie knallen gegen die Wand. Also das ist jetzt auch ein bisschen realistischer gehalten, was ich schon so oft gefeiert habe. Sie fallen, sie sind bei mir schon von der Decke oben runtergefallen und haben sich aufs Maul gelegt. Sie sind schon irgendwie über Möbelstücke gestolpert und haben sich aufs Maul gelegt. Also es ist definitiv ein bisschen witziger geworden. Dann haben sich diverse Statusdinger verändert und ein paar Skill-Optionen haben sich geändert. Also ein paar Skill-Optionen haben jetzt weniger Punkte, wo du aufskillen musst, statt 5 zum Beispiel nur 3 oder 4. Alles in allem gefällt mir so, wie das... Den erreichen wir nicht, komm. Doch, wenn er weiter die ganze Zeit so gegen den Baum rennt. Was für ein doofer Hirsch. Warte. Also er verliert auf jeden Fall schon mal Blut. Ich rutsche hier die ganze Zeit runter. Was soll das?
Sonst konnte man da immer schön hochlaufen. Batz. Hast du ein Messer oder sowas? Alter Auto, fahr doch mal schneller hier vorbei. Willst du mich verarschen? Nee. Ja, ich hab ein Messer. Das ist scheiße, ne? Mit dem Messer jetzt, wie das, ja, der braucht ewig lange. Ich hab keinen Platz für Leder. Das braucht ewig lange, das Messer, bis es irgendwas abgebaut hat. Das finde ich echt scheiße. Schön vor allem, wenn du schnell noch was abbauen willst, weil gerade irgendwie ein Zombie auf dich zukommt, ist natürlich nicht so geil. Und ja, ich weiß, ich habe immer noch eine Infektion, die ist jetzt mittlerweile schon bei knapp 15%. Ich brauche dringend Antibiotika, sonst bin ich bald tot. Lauf, lauf, lauf. Ich bin leider arschlangsam, weil... Ja, ich kann halt nicht so schnell. Ich bin total überladen. Ich auch. Wir müssen dringend irgendwo einen guten Platz finden. Ich will der Straße weiter folgen. Ich hätte gerne so eine schöne Stelle wie im Privatspielstand. So schön zwischen einem Händler und einer Stadt. 2 Meter oder sagen wir mal 20 Meter weiter vorne ist dann eine Wüste. 100 Meter hinten dran ist dann das Schneebiom. Ich habe alles schön in der Nähe. Das war so ein idealer Standpunkt. So was will ich hier auch. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Doch. Und wie wird das Sinn hier? Nee. Ich kämpfe mich hier den Berg hoch. Ich wollte gerade sagen, kommst du überhaupt noch hinterher? Nicht wirklich. Ich merk's. Ich hab dir meine Gruppeneinladung geschickt. Oh. Stimmt. Nee. Hier. Oh, ich hab ja dezente Musik im Ohr. Was? Dezent Musik im Ohr? Ja. Du. Geht's grad. Okay. Muss ich wissen, von was? Hier vom Spiel? Ach, okay, ich habe hier keine Musik. Die Straße vorbei? Nee, das ist doch die Straße. Aber wir haben eine kleine Straße, wir haben nicht die große, ne? Guck mal auf die Map. Das, was wir vorher waren, war ein Fluss. Das war ein ausgedrückter Fluss gewesen. Ach so, das war ein Fluss. Ja. Das sah auch aus wie so eine große Straße. Nee, ist mein ausgedrocknetes Flussbett gewesen. Ist das da vorne Zombiebär? Nee, ne? Nee, das... Oh Gott, ich bin schon erschrocken. Diese eine Ecke, die sah gerade so aus, ey. Boah. Oh, ich muss erst nachladen. Entschuldigung. Sie liegt mir zu Füßen. Ja. Sehr gut. Ih, hier ruckelt's. Oh, was haben wir hier? Burger, Fries und Diner. Geil. Weiches Thema. Ich glaube, wir kommen in einer Stadt oder sowas, oder? Schneebiom. Eins von beiden. Ja, ich glaube, da drüben ist Schneebiom. Die Bäume sind nämlich weiß. Das ist doof. Da hinten stehen Bäume in der Luft. Das ist noch doofer. Ja, ich möchte nicht unbedingt in einem Schneebiom anfangen. Nope. Klatsch, bumm. Wo bist du denn schon wieder? Wir können auch versuchen, diesem Flussbett zu folgen. Weil wir jetzt rückklatschen, wäre schwachsinnig. Ja, das wäre blöd. Aber so, ja, wäre eigentlich auch eine Idee. Dann folgen wir jetzt dem Flussbett einfach. Wir gehen jetzt runter zu diesem dicken, fetten Flussbett. Süden. Ich würde sagen, halt einfach nach Süden runter, dem Fluss entlang. Oder willst du lieber nach Norden, dem Fluss entlang? Nö, Süden ist gut. Wir kommen ja von da oben. Süden ist gut. Nee, wir kommen von Westen. Beziehungsweise ich komme von Westen. Muss was essen.
Ja, ich auch. Da kommt auch gleich wahrscheinlich die Meldung. Du wirst eher gleich sterben. Warum? Durch die Infektion. Ich habe nur 15%. Beziehungsweise ich habe erst 15. Ich weiß es nicht. Du hast eine ernsthafte Infektion. Bleibt sie unbehandelt, könnte dies zu einer schweren Infektion führen, die den Tod zur Folge haben könnte. Nimm so schnell wie möglich Antibiotika ein. Ja, das ist schön für euch. Es war nur nirgendwo Antibiotika drinne. Kommst du jetzt hier? Wo bist du denn? Ach, da oben. Ich laufe Richtung Süden. Weil ich hatte das tatsächlich auch im Privatspielstand. Ey, ich habe so selten Antibiotika gefunden. Das ist unglaublich. Immer Vitamine, Schmerzmittel, en masse, aber Antibiotika, pff. Das ist echt eine Seltenheit immer gewesen. Deswegen, ich glaube, mein erster Tod wird wirklich eine Infektion sein, weil ich einfach kein Antibiotika finde. Ich habe was schreien gehört. Ja, von da hinten, da ist wieder so ein kleiner Pimpf da. Jetzt ist er nicht mehr da. Ich möchte ungern getroffen werden, weil dann verschlimmert sich meine Infektion. Das muss auch nicht sein. Habe ich denn irgendwas Essbares? Nö, habe ich natürlich Ich habe noch nicht. was Essbares. Weil bei mir ist nämlich gerade Hunger angesagt. Da. Hundefutter, ja, wow. Besser als gar nichts. Moment, da muss ich erst was. Bitteschön. Ich nehme das. Kann ich nicht. Schwupps. Ich habe Schmerzmittel, aber die helfen dir nichts. Nee, die hilft mir nicht wirklich was. Hä? Ach so, jetzt habe ich diese dämliche Kackdose. Was will ich denn damit? Schmerzmittel. Wie viele Schmerzmittel hast du denn? Eins. Oh, dann nimm die mal bitte. Wieso ich? Damit ich So. ein bisschen schneller vielleicht unterwegs bin mal. Was hast du sonst noch? Ei. Ja, Ein Ei. bitte. Fleisch, Fett und Knochen. Fleisch habe ich und Knochen habe ich. Gut, dann nimmst du das hier auch noch. Hauptsache, ich bin belagert. Naja, wenn du das hast, kannst du ja schlecht überlagert sein. Und wenn du irgendwas hast, das ich habe, kannst du mir auch was geben. Ich hab noch Benzin. Habe ich nicht. Aber ich habe Holz zum Beispiel. Hab Ich ich habe ein auch. Nähset. Ja, Da, dann gib Kiste du mir. Holz. Was haben wir noch? Ein Nähset habe ich noch. Nitratpulver. Das ist Pflanzenfaser. Ach so, hatte ich ja. Hast du leere Glaskrüge? Nein, ich habe nur volle Glaskrüge. Hab ich auch noch hier. Trübes Wasser. Ja. Verband. Mechanische Teile. Pa was? Patronengurt-Mod. Ich glaube, die kann ich mal einfach benutzen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Ach nee, kann ich Schrotflintenpatronen. nicht. Scheiße. Ach, Holzrahmenblöcke. Ja gut, die wollte ich eigentlich, wenn wir irgendwo hochklettern müssen. Ich habe doch Papier, ich habe Blutbeutel, ich habe Stofffetzen. Stofffetzen kann ich dir geben, ja, hier. Was habe ich noch? Eisen habe ich. Ja, kann ich dir auch geben, hier. Jetzt bist du wieder schneller als ich wahrscheinlich. Nö, nicht unbedingt. Aber Papier kann ich dir gleich. Kann ich dir eine Minute geben. Ich hätte Geld Ja, dann gehabt zum lass mal, dann Zerlegen. lass mal so langsam weiter. Ah, jetzt bin ich wenigstens ein bisschen schneller. Oh, schön. Ich nicht wirklich. Ja, du läufst, du rennst wahrscheinlich gerade auch nicht. Jetzt renne ich. Ja, siehst du, bist immer noch schneller wie ich. Deutlich schneller als ich. Dü, 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 dü. Njaung. Oh schön, bei mir geht die Ausdauer auch nicht mal so schnell hoch, weil ich hier die Infektion habe. Schön. Infektion. Wir sollten mehr südwestlich gehen, glaube Ja, ich. weil da Schnee kommt. Ich sehe es nämlich schon wieder. Dü, 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 dü. Schnee. Koppe. Nee. Und wo ist John? Der ist zu Hause. Oh, ein Auto. Jetzt können wir nach Hause fahren. Da ist ein Zombie. Ich glaube, dem gehört das Auto.
Der hat wahrscheinlich einen Unfall gebaut. Soll ich Ihnen helfen, Sir? Mister, brauchen Sie Hilfe? Ich kann erste Hilfe. Guck. Oh, ich habe einen Punkt. Ich habe mehr als einen Punkt, aber ich weiß nicht mehr, wo ich ihn reinsetzen wollte. Ich habe Bergarbeiter. Ich mache jetzt einen Packesel rein. Ja, genau. Fortgeschrittener Ingenieur wollte ich machen. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt bin ich noch ein bisschen schneller. Ah, herrlich. Warte mal. Ja, Packesel könnte ich jetzt auch noch schnell machen, wenigstens mal. Packesel war, glaube ich, immer eins der ersten, die ich gemacht habe. Dann brauche ich diese Packmods nämlich nicht. Haben wir denn hier irgendwas Schönes, was wir gebrauchen können? Könntest du bitte mal bei mir bleiben? Ich bin hier nur vorne beim Auto. Da habe ich Holz. Hast du Dietriche und noch Schmerztabletten? Ich habe Dietriche, ja. Dann hast du hier noch welche. Und Schmerztabletten habe ich halt auch, ja. Ist doch eine Straße. Ih, was ist das denn? Das ist verbranntes Holz. Hier ist so eine verbrannte Ebene. So ein Burning Feld. Bei mir hat sich gerade eben echt der Ton geändert. Ja, das ist ein anderes Biom. Daher ist das nicht verwunderlich. Das ist so wie bei Subnautica auch. Wenn du ein anderes Biom hast, hast du andere Musik. Schon krass hier. Ja, ist halt verbrannt, ne? Ein Kokelbiom. Ui. Ja, von mir kriegst du auch was. Ach, warte mal, was mir noch gerade einfällt, so wenn ich das noch richtig weiß. Konnte man... Ah, hier, Quest teilen. Ich kann die Quest mit dir teilen. Questlog ist übrigens auf O. Da kannst du unten irgendwo, kannst du Quest annehmen. Keine Ahnung wie. Unten bei geteilte Quests. Ja. Müsste dann theoretisch was ja, sein. Ja, hab ich. Siehste. Wuhu! Hab ich auch kürzlich erst rausgefunden. Okay. Weil ich irgendwie nach einer Questlösung gesucht habe und da hieß es dann, ja, teilen kannst du auch irgendwie teilen und ich dachte mir so, hä, wie, man kann Quests teilen? Wusste ich nicht. Wenn ich doch gerade hier stehe, ich hab noch mehrere Krüge. Oh ja, dann hau rein. Ah, abkühlen. Oh, wie gern würde ich da jetzt in der Realität reinspringen. So, das trübe Wasser hast du jetzt von mir gekriegt, ne? Ja. Dann gebe ich dir halt nämlich das, was ich... Weil je mehr wir davon haben, desto besser ist es. Hier sind überall Burning Mans. Ja, ich seh's. Und da ist ein riesengroßer See. Hm, schick. Oh, der ist wirklich groß. Ja. Alter, der ist wirklich groß, ja. It's very big. A big, big See. A big, big See. It's a big, big See. In a big, big Apokalypse. Wollen wir da rüber jetzt? Können wir machen. Weißt du, was richtig scheiße wäre? Wenn wir jetzt absaufen würden. Nein, Unterwasserzombies. Nee, die gibt's nicht, aber die können mittlerweile nicht nur am Grund laufen, sondern die können jetzt auch schwimmen. Junge, beeil dich mit und geh mit deinem Kopf wieder übers Wasser. Ich wollte gerade sagen, na, säufst du mir jetzt gerade, bevor du bei einer Infektion stirbst oder was? Ja, so lahmarschig wie der läuft, würde es mich gar nicht wundern, dass der eher absaufen würde. Oh, da kommt was. Da krabbelt was. Ein Krobble. Der soll mal Antibiotika springen lassen. Brauch Medizin! Medizin, da läuft noch einer. Ich habe mal immer meine Heißluftmatratze in der Leiste unten für den Fall, dass ich abkratze, dass ich die vorher noch schnell setzen kann.
Okay. Dass ich dann, ja, also, ja, wenn ich die nicht setze und dann spawne ich ja da nicht mehr, dann bin ich ja wieder immer am Arsch der Welt. Stimmt, mir ist heiß gerade. Mir nicht. Ich hätte nur Angst, dass ich mir die ganze Zeit irgendwelche Ein Splitter in die Huhn! Füße. Dass ich mir irgendwelche Splitter in die Füße Da reiße, rennt weil ein ich. Huhn! Wenn mir hier. Oh, jetzt ist mir auch warm. Das ist nicht so optimal. Verdammt. Hier ist ein Huhn abgehauen. Sag mal. Treffen wir irgendwann mal auf irgendwas Städtlichen Du oder hast so? Hunger. Bip, 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 bip. Ja, leider nichts Lol. mehr geben. Ich brauch meinen Vorrat noch Was für selber. ein Kack-Startpunkt ist das denn bitte hier? Ich glaube, sterben wäre jetzt echt toll gewesen. Ja, ich habe Hunger, mir ist heiß, ich habe eine Infektion, ich bin nass, ich bin überladen, ich bin echt gefickt gerade. Jetzt müssen wir ab 21 plus dieses Video machen. Niemand scherzt. Was, 21 plus? Ja. Hä? Was mit 21 plus? Vergiss es. Was willst du mit 21 plus? Hallo? Kannst du mal meine Frage Ja, schon beantworten? gut. Vergiss es doch, Mann. Dann erklär's doch, ich kapier's Ei, wegen nicht. den Beleidigungen. In Amerika müsstest du jetzt ab 21 machen, glaube ich. Ach so, Ja, ab ja. dem Alter. Ja, Ach ja. so. Ja, das musst du auch gleich sagen. Glaubst du vielleicht, ich weiß von Anfang an, was du mit 21 plus meinst? Da legst die nieder. Und da. Oder auch nicht. Was los? Gegenstand muss repariert werden. Ach, Scheiße. Ich hau mal so aufs Maul nebenbei. Ja. Mein Gegenstand ist kaputt. Willst du meine Knarre, meine Büchse haben? Nö. Kann ich nicht irgendwie ein Reparaturset schon machen? Wahrscheinlich nicht. Ah, mit den Füßen durchs Wasser. Oh, schön. Ah. Hilft nur leider nicht gegen die Hitze. Den Speer, Alter. Ich hab da einen Huhn gesehen, jetzt ist es abgehauen. Es ist da hinten. Ich sehe es. Ich laufe direkt drauf zu. Warte. Ob ich es von hier aus treffe? Weiß ich doch nicht. Nö. Ja! Voll daneben! Ich krieg Ja, dich, Huhn! das. Nee, ich krieg's natürlich nicht. Das Huhn könnte uns auch mal irgendwo zu einer Stadt oder sowas führen. Das wär's doch jetzt, ha? Oh, wobei wir hätten vielleicht die Quest erstmal machen sollen, die Startquest, da wären wir ja zu so einem Händler-Dingens hingeleitet worden, ne? Wir Idioten. Ja, deswegen versuche ich ja noch einen Huhn zu erwischen, aber es ist so ein Problem im Huhn. Ich meine nicht diese Quest, Ach ich meine so. diese Startquest, wo wir kriegen. Dann muss ich Pflanzenfaser. Ich brauche Steine. Fertige eine Steinaxt. Und dann dürfen wir erstmal 300 Kilometer wieder zurücklaufen. Ich hab Durst, ich hab Hunger, es ist ein Scheißdach. Autsch. Ein Stein, zwei Steins. Warum kriege ich jetzt keine Pflanzenfaser? Keine Ahnung, ich habe welche gekriegt. Ah, mir fehlt ein Stein für meine Axt, ey. Ich kann dir einen geben. Hab einen. Okay. Nochmal Pflanzenfasern sammeln. Yay. Oh. Ich. Eine Hose und ein Hemd. Hätte mir Okay. vielleicht anmachen sollen. Huch. So, ich fertige. Ach, das ist wahrscheinlich hier, ja. Jetzt soll ich das Zeug auch noch tragen. Na toll. Tragen. Einmal kurz Tragen. anziehen. Sammle Holz. Jetzt habe ich wenigstens eine Hose an.
So, einen Holzkanüppel. Hab ich. Was willst der jetzt? Pflanzen. Nee, oh, jetzt muss ich einen Bogen machen. Bogen und Muni. Ich habe zwar schon einen Bogen, aber egal. Hauen wir den eben wieder weg. Holzrahmen. Hatte ich hier nicht irgendwo Nester gesehen die ganze Zeit? Jetzt finde ich kein einziges mehr. Ich habe Federn, ich habe 71. Okay. Ich habe genug Federn. Ach stimmt, ich habe selbst Federn, sehe ich gerade. Ich brauche einen kleinen Stein. Hast du auch einen kleinen Stein für mich? Nein, jetzt nicht mehr. Und es wird dunkel, wir sind da im Arsch. Yay, wo ist denn mein... Wo hatte ich mein Bett da vorne? Ein Stein. Noch ein Stein. So. Da kannst du draufkloppen, kriegst du auch Steine. Jetzt soll man eine Basis bauen. Hä? Ja, ich baue eine Basis, sammle Holz. Oh, finde Händler. Okay. Reise zur Siedlung, no Trader. Dankeschön. Ist keiner in der Nähe. Dankeschön, du Arschlochspiel. Warum spiele ich überhaupt? Ach Quatsch, das wollte ich nicht. Kann ich denn irgendwas kochen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nichts kochen. Kannst du was kochen? Verkohltes Wildbret kann ich noch kochen. Ja, immerhin. Ich habe nämlich Hunger und... Ach ja, Durst habe ich auch. Machen wir mal Holz rein. Ach ja, stimmt. Da war was. Sekündchen. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Am Arsch. Habe ich ihn jetzt ausgeschaltet? Entschuldigung. Jetzt. Wir sind so kaputt. Wir sind sowas von am Arsch. Am Arsch. Ich bin gleich bei 20% Infektion. Also am Arsch. Wir sind hinüber. Oh, hallo, da kommt jemand. Der möchte uns grüßen. Bläh. Wow. Wir sind solche Spezialisten. Wir sind bestimmt voll an einer Stadt vorbeigelaufen, ey. Wahrscheinlich. Essen. Irgendwas essen. Aber wenn ich jetzt auf die Karte sehe, glaube ich eher weniger. Inwiefern? Naja, wir sind eigentlich, hätten wir schon längst an einer vorbeilaufen müssen. Dann sind wir wahrscheinlich so doof zwischendurch gelaufen, dass wir es nicht gesehen haben. Wahrscheinlich, ja. Würde mich gar nicht wundern. Brauchst du Trinken und Essen oder sowas noch? Nee, ich habe noch Trinken, aber Essen brauche ich. Gut, dann lasse ich dir das mal. Hauptsache bei mir ist wieder die Hälfte voll. Das letzte Stück kannst du haben. Okay, dankeschön. So, dann ziehe ich mal wieder... das Holz raus. Ah, das kann weg. So. Mein Schlafsack hätte ich auch ganz gerne wieder. So. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir wieder zurück in das Waldstück kommen und nicht in das verbrannte Gebiet, weil ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit doch etwas geringer, dass man da irgendwas gescheites... Ja, ich wollte jetzt eigentlich halt weiter südlich laufen, in der Hoffnung, dass da vielleicht immer die Scheiße hier vorbei ist, aber ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, das wird nicht so schnell sein. Wir laufen jetzt einmal querfeldein durch, oder? Ja, irgendwo hin einfach. Also jetzt wieder Richtung Norden. Warte. Ich wollte eigentlich so ein bisschen westlich. Da habe ich so eine kleine grüne Fläche gesehen. Ja, können wir auch machen. Jetzt habe ich schon wieder Durst. Ja, bitte. Dann trink. Du Suffkopf.
Ist auch schön, dass es, auch schön, dass es gerade total nebelt. Scheiße. Daneben! So, 20% Infektion. Sind Hühner nicht eigentlich auch natürliche Antibiotika? Ich kann ja mal reinbeißen, vielleicht bringt es ja was. Dreckshuhn. Ich hätte gerne eine gescheitere Waffe. Wir haben 30 Minuten. Ja, auf die gescheitere Waffe kannst du noch eine Weile warten. Ich weiß. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo. Tschüss. Bis dann.